Hallo und herzlich willkommen zurück. Du musst doch eigentlich jetzt aufnehmen, oder? Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Und ich nehme jetzt mal RuneCraft. Letztes Mal haben wir mit StarCraft ganz gut eigentlich was abgeliefert. Und das für der Text und die für das. Ganze Ability to doing it. Das sind halt auch beide sehr geile Karten, aber die beiden sind, glaube ich, noch besser für mich. Summon a Dutiful Steed, draw a card. Arcane Amateur, ich denke, ich gehe damit, auch wenn Inside immer eine sehr mächtige Karte ist. Jupp, ich gehe mal mit denen. Shikigami. Ich denke, ich gehe mal mit hier. Okay, Goblin Warpack ist sehr, sehr mächtig. Golem Marshall ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, die Karte. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich mit Spellbender Preparations gehe und dem Crystal Fenster. Das ist nicht schlecht. Mirror Witch kann, denke ich, ganz gut sein, wenn man zum Ende hin braucht. Ich denke, ich gehe mit den beiden hier. Korn ist natürlich sehr stark, deshalb gehe ich auch damit. Creative Conjurer, Frostrun. Ja, ich denke, ich gehe damit mit den beiden, mit Frostrun und... Okay. Den. Magic Missile, Pick and Potion, ich nehme das mal lieber. Vergewalker. Kann gut Board Clear machen. Mirror Witch nochmal. Der weiße Weiner. Ich denke, ich gehe mit denen. Den hatte ich schon mal. Dann nehme ich den hier lieber nochmal. Mirror of Truth ist eine ganz nette Sache. Formbänder, Put a random follower out from your deck into hand. Okay, das ist in Ordnung. Dann nehme ich das mal so. Ich habe eigentlich ein paar Karten, mit denen ich gut Kontrolle an mich reißen kann. Ich habe einige Karten, womit ich das Field gut damagen kann. Ich glaube, ich habe keine direkten Removals für einzelne Karten, wenn ich mich gerade nicht irre. Aber insgesamt denke ich, dass das Deck eigentlich ganz gut sein könnte. Jupp, dann nehme ich euch mal raus. Mirror Witch ist halt für Late Game Potenzial ganz gut. Okay, das habe ich keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Den sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich denke, ich spiele Weste beinahe. Die coole Aktion ist, wenn ich die beiden zusammenspiele. Ich muss dann halt nur selber eine Preparation machen. Okay, wenn this followers attack or defense and crit time effect. Das ist doch mal nicht so schlecht bisher. Bisher schaffe ich sehr gut, ihn unter Kontrolle zu halten und ja, von meinem Deckinhalt sieht es auch nicht so schlecht aus, okay. Ja, gut, dann trade ich den halt. Obwohl, trade ich den jetzt schon? Ich weiß noch nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich Dutiful Street Beach spiele und ja, ich denke, mache ich. Gut. Dann mache ich so. Den Schaden lasse ich mir nicht entgehen. Oh, fuck it.
Ich hätte vielleicht doch den traden sollen. Yep, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte den traden sollen. Verdammt. Gut, summon a dutiful steed door card, ja. Ich weiß, dass er gleich da... Ich weiß, dass er den gleich killen kann, aber ich spiele gleich noch Spellbounder und Creative Conjurer. Und ich denke, dass ich dann noch Rebellion in Deputy spiele. Jupp, das hab ich, damit habe ich gerechnet, dass das passiert. Damit komme ich auch klar. Someone in a camp personal carry and the Clagum at the end of your turn. Someone in a... Okay, ja. Ist in Ordnung, ich spiele den. Und spiele jetzt den. Golem Summoning. So. Damit habe ich jetzt eigentlich ganz gut was da auf dem Feld bekommen. Das ist natürlich fies, aber... Ich denke, ich sollte... Aber ich denke, ich sollte den trotzdem dementsprechend unter Kontrolle kriegen können. Arcane Person, wen mache ich dann jetzt mal am besten? Den bereichen wir noch auf. Jetzt endlich ein Turn. Yep. Okay. Ich trade dann die da mal weg. So. Nervig, aber geht noch klar. Ich habe auch noch einmal einen Repair-Mode. Gut. Norwich spiele ich jetzt nicht. Evolven tue ich den auch nicht. Es ist ein bisschen... Also so langsam kommt er im Bereich, was ich potenziell killen könnte mit. Schade. Der Vorteil ist, ich habe hier immer noch... Okay. Schade. When you activate one of the following effects, effort to this extent, if it's normal, let and play, summon a guardian will snap. Es bringt mir gerade nicht so viel. Ich denke, ich mache jetzt den. So. Hier, in dem nächsten Zug werde ich Romantic Chanteurs machen.
Und zwar auf ihn, damit er... Okay, damit komme ich klar. Jawohl, er wird... Ja, das ging für mich sogar noch. Damit konnte er den jetzt nicht... Fuck. Jetzt kann er... Shit, jetzt kann er mich direkt angreifen. Warten wir, bin ich den? Ja, ich glaube, ich habe gewonnen. Ich rechne lieber nochmal nach. 13, ja. Recht genau. Sehr schön. Und genau dafür verwendet man die Mirror Witch. Für nichts anderes. Ich denke echt, dass das Deck nicht so schlecht ist, was ich hier mir zusammengestellt habe. Was man ja eben an dem Match relativ gut auch sehen könnte. Ja, nochmal Dragoncraft, interessant. Before Dark Dragoon, Ruler of the Skies. Crystal Fencer, ich denke noch nicht. Dich spreche ich auch noch mal kurz raus. Ja, nicht so das, was ich gerne hätte. Gerade. Naja, gibt Schlimmeres halt. So, den will ich dann, denke ich, gleich spielen. Danach werde ich Magical Gunslinger spielen. Den werde ich dann, denke ich, bei Zug 5 spielen. Ja, okay, ich entscheide mich dafür, Shigami Summons, damit ich quasi was auf dem Feld habe. Trotzdem werde ich im nächsten Zug gleich Magical Gunslinger spielen. Mhm. Interessant. Gut. If your leader has the following effects during your tournament event and let followers experts take the number of followers. Ah. What am I doing? Give your leader the following effect. Ah. Effect. Okay. Gut, das heißt. Interessant. Ja, dann tradet er halt. Ist jetzt für mich glücklicherweise nicht so problematisch. Gut. Nächster Zug kommt dann die beiden hier. Ich hoffe auch, dass er was auf dem Feld hat, dass ich traden kann. Und danach wird's, denke ich, lustig. Den muss ich sowieso noch mal ein bisschen dann machen, aber ey. Okay, das ist hart. Das ist jetzt wirklich nicht zu unterschätzen. Gut. Gut. Ah, das ist doch nett.
Damit kann ich nächsten Zug theoretisch sogar schon einen netten Boardclear machen. Oder ich kann Frostrune. Stimmt, ich kann Frostrune Knight machen und den dann auf die Hand zurückholen. Und danach quasi den Boardclear. Ich habe auch Crimson Meteor noch. Also theoretisch habe ich gut Sachen, womit ich da gleich sehr gefährlich werden kann für meinen Gegner. Das gefällt mir. Interessant. Ah, okay. Gut, dann spiele ich mal den. Und spiele jetzt den. Gut. Das Interessante ist, bisher passiert irgendwie noch nicht wirklich was. Den hier bewahre ich mir noch auf, damit ich halt dementsprechend das machen kann, was ich geplant hatte. Okay. Jupp, der wird dann gleich. Das ist auch nicht schlecht. So, der kommt da. Komm, ja, geht doch. Danke. Gut. Dann evolve ich mal den, trade den da rein. So. Damit habe ich auch mal einen Evolve rausgehauen, aber hey. Ja, das ist übel. Der macht 3 Schaden. Mit Crimson Sorcery mache ich nochmal. Dann bin ich bei 6, dann kann ich den traden. Theoretisch. Oder ich mache 4 Schaden. Yep, ich denke, das werde ich machen. So. Wrongdoing? Me? Gut. Damit habe ich den dann nochmal weg jetzt. Der hier hat den schon aktiviert. Das Destroy All Enemy Fires with Defense Alles ist natürlich auch nicht schlecht. Oh. Aha, interessant. Gut, dann mache ich mal den. Aufsetzen, dürfen wir damit. Okay, gut, dann spiele ich den als nächstes. Und beende jetzt meinen Zug. Also irgendwie geht's gerade nicht so wirklich voran hier. Das ist so ein bisschen das, was mich quasi stört. Aber hey. Der Effekt hat ja schon getriggert, das heißt, der ist möglicherweise nicht mehr so. Okay. Aha, okay.
Das war fies. Dann fange ich jetzt mal den da. Gut. Der Vorteil ist, solange ich Kreaturen auf dem Feld habe, kriegt nicht ich den Schaden, sondern die Kreatur. Die vielleicht natürlich random enemy Follower. Ja. Daher ist es jetzt für mich wichtig, tatsächlich die Kreaturen auf dem Feld zu haben. Und ich habe auch noch einen Romantic Chanteuse. Golem Marshall, sollte ich denken, kann ich dann auch noch spielen, dass ich die Sachen dann habe. Mhm. Oh, Draw Three Cards. Das ist für mich eigentlich gar nicht so schlecht, weil dadurch. Gut, dann mache ich jetzt mal den. So. Und dann habe ich nächsten Zug mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen, weil ich einfach Crimson Meteor-Storm machen kann und dann. Okay. Ach, ich hätte noch Romantik zum Tür spielen sollen. Ich habe gewonnen. Also, ich würde sagen, das Deck funktioniert ganz gut. Der eben hatte ich kurz Panik gehabt, aber. Aber das funktioniert gerade alles eigentlich gar nicht so schlecht. Match Nummer 3 kommt dann jetzt. Es ist aber auch interessant, wie knapp immer die Matches verlaufen mit dem Deck hier. Ah, Heavencraft. Diesmal kein Drachen. Ah. Ich denke, ich pack mal einen raus. Das ist nicht so optimal für mich. Ich hoffe, dass ich noch was Besseres jetzt ziehe. Das ist nicht gut. Gerade, leider. Es ist nicht gut. Scheiße. Princess Knight soll ich definitiv gleich spielen. Gut. Fuck. Es ist nicht gut gerade, wirklich nicht. Den kann ich nicht spielen, weil ich da quasi tot wäre. Ich würde halt eigentlich. Ich muss halt jetzt den. Ich muss halt jetzt den Evolution Point dafür zahlen, leider. Damit ich das machen kann. Das wird sehr schmerzhaft werden, das Match. Andererseits kann ich jetzt die Free Damage to All. Nope, ich brauche 4 Damage, nicht free. Gut. Gut, dann mache ich den. Enough of
this indulgence. So. Wrongdoing? Me? I perish the lot drowned in light. But I cannot pay. Gut. Damit habe ich einmal das Feld geklärt. Ich habe halt immer noch wenig Lebenspunkte, ist das Problem. Das ist scheiße. Das ist echt ätzend. Ich kann quasi nichts spielen. Weil das alles... Das bringt mir halt alles nicht. I walked the edge. Oh. Fuck. Das bringt mir halt alles nichts. Ich muss jetzt den. Ich muss jetzt ein bisschen hoffen, dass er dann nicht so extrem durchkommt hier durch meinen. Fuck. Das wird schon mal nicht gut. Das war auch nicht gut. Wenigstens kann ich jetzt den hier machen. Gut, dann spiele ich mal den. Und trade den. Gut. Okay, komme ich mit klar, war jetzt für mich nicht so schlimm. Das ist für mich jetzt tatsächlich gar nicht so... Dabei belasse ich es doch mal. Okay, damit komme ich noch klar. Dann spiele ich dich und schieße mal darauf. Und ich heile mich einfach schon mal, nur um sicher zu gehen. So. Frostrun Knight habe ich nochmal. Damit kann ich einen zu einem Dings machen. Aktuell sieht es glücklicherweise gar nicht so schlecht für mich aus. Okay, das ist für mich tatsächlich gar nicht so schlimm, denn der macht ja einen Random, das heißt... So. Halt damit der halt nicht da ist, habe ich das gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich nicht klug war. Okay, ja. Könnte schlimmer für mich sein, tatsächlich. Ich bin jetzt gerade kurz am Rechnen. Wenn ich den jetzt spiele, dann... 15...
Jupp. Jupp, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann habe ich gewonnen. Fuck, ich hätte den ja noch vorspielen sollen vielleicht. Egal. Ich sollte jetzt trotzdem gewonnen haben. Also, ich sag mal so. Ich hab den in einem Zug gekillt damit. Nicht schlecht. Das Deck gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ich würde mal behaupten, es funktioniert. Das war's dann hier auch wieder mit dieser Folge. Morgen kommen die nächsten beiden Matches noch und dann natürlich noch ein paar Packs zum Öffnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.